Hey Leute, hi und herzlich willkommen im heutigen Video. Und zwar geht es heute darum, wofür ist der Resonanzraum bei Lautsprechern so wichtig. Und zwar reagiere ich damit bzw. ergänze das Video von vorgestern. Da habe ich ja einige Tipps und Infos von euch gekriegt. Also ich muss schon sagen, ich bin echt begeistert, wie viel, ja ich denke mal Herzblut ihr in eure Anlage reingesteckt habt und wie viel Ahnung und Know-how ihr von den ganzen K-HiFi-Geschichten habt. Was habe ich gemacht? Ich habe hier diese Anlage eingebaut und da sollte man sich natürlich auch nicht mal auf den Erstausrüster oder den Originalhersteller verlassen, der vorher diese Dämmmatte hier drauf hatte, die hinten auch abgeschlossen war. Und zu dem Zeitpunkt, ich weiß auch nicht, ob ich bis zum Ende nachgedacht habe, aber ich habe den Lautsprecher vor diese Dämmung eingebaut. Natürlich total Wahnsinn, macht man natürlich nicht und deshalb gehe ich da jetzt nochmal dran, um das Ergebnis natürlich einmal deutlich zu verbessern und euren Tipps nachzukommen. Wofür ist Stauraum eigentlich wichtig? Also ich sag mal so, wenn man sich jetzt so einen Lautsprecher einbaut, das ist ja ein Standard-Türlautsprecher mit einer entsprechenden Größe. Die meisten Fahrzeuge haben ja 165er Lautsprecher. Aus welchem Grund? Und zwar haben die ja eine bestimmte Schwingung. Und die Schwingung muss ja arbeiten. Und damit die anständig arbeiten, brauchen wir einen Resonanzraum, einen Resonanzkörper. Das reicht natürlich nicht, wenn wir den Lautsprecher hier einbauen und hier hinten alles zu ist, dann kommt der satte Sound nicht zum Vorschein, denn er hat hintenrum keine Fläche, ist wie bei einem Subwoofer. Warum sind Subwoofer immer so groß, obwohl der Lautsprecher auch nicht immer so groß ist? Wir brauchen diesen Resonanzraum und in diesem Fall ist es ja natürlich, ist es auch so, dass wir hier ungefähr 60 oder 70 Liter Luftvolumen in der Tür haben. Dafür haben wir die Tür natürlich auch gedämmt, damit die Frequenzen hier drinnen arbeiten können. Ja, an dieser Stelle Leute, vielen Dank natürlich für den Tipp, für die Info und wir machen es zusammen. Und zwar haben wir jetzt hier schon das Loch reingemacht, damit der Lautsprecher auch das, was er leisten soll, auch damit arbeiten kann. Der wurde dafür hergestellt, damit er in diesem Raum arbeiten kann. Ja, aber nichtsdestotrotz, es gibt noch was anderes. Und zwar, dieses Xylem Finish ist nicht nur, um es hier außen aufzulegen, sondern dieses saugt auch kein Wasser auf. Ich habe mit dem Hersteller jetzt nochmal gesprochen und er sagte, ich hätte das sorgenfrei von innen montieren können, denn auch nach vielen Jahren saugt sich hier kein Wasser ein. Wie bei einigen anderen Dämmmaterialien ist es so, dass Wasser, dass die nach 3-4 Jahren oder sowas vermodern. Hier ist es nicht so. Ich hätte es also quasi auch auf die Außenhaut der Tür drauf machen können. Aber dazu wird es noch ein anderes Video geben und zwar werde ich mich direkt vom Profi beraten lassen. ACR hat mich eingeladen und das wird dann einmal so sein. Ich werde nicht wirklich schrauben, ich werde das alles dokumentieren, wie im Golf die Lautsprecher in den Türen eingebaut werden, Dämmung eingebaut wird und alles. Und das kommt aber, ich weiß nicht, vielleicht so in den Sommerferien oder sowas. Da haben wir ein bisschen mehr Luft, mehr Zeit und dann kommt das Video dazu. Und damit die Schwingungen des Lautsprechers, damit die nicht einfach von glatter Fläche zur glatter Fläche hier drinnen schwingen, sondern auch ein bisschen aufgefangen werden. Bestimmte Frequenzen, Bassfrequenzen gut aufgefangen und wieder zurückgegeben werden, bauen wir dieses Xylem Finish ein kleines Stück direkt hinter dem Lautsprecher, hier direkt auf die Türaußenhaut, also hier auf die Türaußenhaut, und das sollte auch schon reichen, denn gedämmt bzw. mit Alubityl ist alles belegt, aber die Dämmung hier außen reicht zwar aus. Gut ist es trotzdem, wenn wir nochmal dieses Xylem Finish drauf machen, damit dieser Resonanz so ein bisschen geiler rüberkommt. Hinter dem Lautsprecher haben wir noch einmal den Seitenaufprallschutz, der ist nicht belegt. Und wenn ich das mit der Hand ausmesse, habe ich ungefähr so kleiner Finger, dicker Finger, Höhe von Platz zwischen dem Seitenaufprallschutz und dem unteren Bereich. Und das ist ein Stück, welches wir jetzt nochmal hier reinkleben. Da müssen wir natürlich aufpassen,
klebt extrem. Ich habe es schon mal so ein bisschen da drin wieder abgeputzt, abgetrocknet. Und ja, rein damit. Ein kleiner Streifen geht noch. Ich habe hier oben gemerkt, da können wir noch was hinkleben. Also irgendwann ist auch gut mit Dämmung, aber Dämmung ist halt Dämmung. Ne? Die ist natürlich, die macht was her vom Sound, wenn man sich sowas verbaut. Ja, und das ist auch eine wichtige Sache, dass man genau sowas auch hier speziell die kleinen Stellen oder die kleinen Sachen beachtet, wenn man natürlich super Sound haben will. Alles ist fest. Ganz wichtig jetzt natürlich, dass der Fensterheber nicht an dem Material hängen bleibt. Das ist natürlich die Hauptsache. Wir wollen auch zwischendurch mal das Fenster öffnen. Und das werde ich gleich nochmal testen, ob das funktioniert. So, gut. Haben wir das gedämmt? Und ich hätte gesagt, wir können eigentlich schon wieder zurückbauen. Also Leute, die Tür ist wieder zusammengebaut, die linke Seite ebenso präpariert und fertig gemacht, wie ihr es mir gesagt habt. Und wir machen mal einen kurzen Soundcheck. Ich habe das Handy bereits mit Bluetooth verbunden und los geht's. Heute ist es nicht so spät, da kann man ein bisschen lauter machen, aber in der Kamera kommt sowieso nicht rüber. Ich habe natürlich den Bass ordentlich aufgedreht. Schafft die Endstufe zu den Lautsprechern nicht, aber der Sound ist wirklich super, super satt. Leute, hört sich richtig gut an. Ja, was soll ich sagen? Eine super Optimierung bzw. ein Muss, wenn man halt die Lautsprecher upgradet und natürlich die Türdämmung macht. Ganz wichtig, etwas Schaumstoff auf die Türaußenschale hinter den Lautsprecher, damit er auch so ein bisschen nicht nur hin und her reflektiert, sondern wirklich, dass die Schwingungen auch so ein bisschen gefressen werden. Ja, Leute, an dieser Stelle wäre es das mit diesem Video. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen, bedanke mich ganz herzlich für eure Tipps. Ich bedanke mich ganz herzlich bei ACR und bei Silom für die Zurverfügungstellung, dass ich dieses Video für euch machen durfte. Und würde sagen, Leute, das war's mit dem kurzen Video. Habt ein schönes Wochenende. Bis demnächst. Wir sehen uns hier auf YouTube. Tschüss, euer Schrauber.